will jetzt eine Headline haben und dann mache ich hier oben jetzt einen Rahmen, einem Strich, der Punkt dahinter, und das wird jetzt eine Headline. Und so kann ich jedes Element machen. Dieser Text, Doppeltippen ist immer, dass ich es aktivieren kann. Dann habe ich meine Texteinstellungen hier und hier habe ich jetzt verschiedene Schriften oder ich kann eben auf Typekit zugreifen und kann dann hier in meine Bibliotheken gehen, kann mir da fertige Formate raussuchen. Das heißt, ich kann viel in InDesign oder Photoshop vorbereiten und damit dann das verbinden. Ich habe hier eine Headline. So, diese Headline jetzt soll versal sein. Ich kann hier den Abstand verändern. Und natürlich kann ich hier auch tippen, den Text, den ich haben möchte. Kitchen. Der Rahmen ist jetzt hier zu klein. Das heißt, ich kann ihn aufziehen. Ich habe aber auch seitlich die Möglichkeit, die Schriftgrößen beliebig zu verändern hier, wie ihr seht. Das ist, finde ich, sehr angenehm und kommt, ja, ist ganz einfach. Und wenn ich eine Schrift ändern will, dann gehe ich auf meine Typo, gehe auf Schriften und suche mir aus Typekit zum Beispiel auch eine neue aus, wenn ich will. Ihr seht die Downloads, das heißt alles, was ich kann jederzeit die Schriften synchronisieren und neu runterladen. Wenn ich jetzt hier eine andere Schrift nehmen würde, eine Open Sans zum Beispiel, seht ihr gleich, das verändert sich. Das gefällt mir jetzt nicht, kann ich zwei Finger nehmen und drüber wischen und ich habe wieder die alte Geschichte. Was brauche ich noch für ein Cover? Ich möchte ein Motiv. Das Ganze soll Urban Lifestyle Magazin heißen. Das heißt, ich mache eine Unterzeile. Ich kann mir auch hier aus der Typo das direkt wählen. Vier verschiedene Schriften. Ich kann jetzt hier reingehen und möchte jetzt die Faceted Bold haben. Die schiebe ich mir jetzt hier hoch und schreibe jetzt hier Urban Lifestyle Magazine. Habe ich es richtig geschrieben? Ich hoffe. Das kann ich jetzt hier wieder die Größe anpassen, das ist mir zu klein. Ziehe das Ganze auf. Schiebe mir das Ganze jetzt ein bisschen zurecht hier. Siehst du, man sieht auch immer, es gleicht immer, es hängt auch ein. Es hakt, es gibt diese automatischen Hilfslinien, wie ich so anderen Programmen kenne. Klappt überall und ja, klappt auch gut und macht Spaß. Was hätte ich jetzt noch gerne? Ich brauche irgendein Motiv für das Cover selber, das Covermotiv. Und da ziehe ich jetzt einen Rahmen auf hier. Das heißt, ich mache wieder einen Rahmen, zwei Striche rein. Und das ist jetzt ein Rahmen zum Platzieren. Hier kann ich jetzt Bilder platzieren. Wenn ich Illustrator-Dateien, Vektorgrafiken platzieren will, dann kann ich das nicht direkt hier machen. Seht ihr gleich warum. Ich habe hier die Bibliotheken, ich wähle das aus und er platziert mir das immer drüber. Ich kann es nicht in den Rahmen laden. Bilder kann ich in die Bildrahmen laden, Vektorgrafiken platziere ich direkt über die Bibliothek. Das sieht man auch ganz schön. Hier unten habe ich jetzt zum Beispiel Möglichkeit, da könnte ich jetzt auch Bilder laden hier, jederzeit bearbeiten. Zwei Finger wieder, ist weg, Rückschritt, so. Löschen kann ich auch ganz normal. Ich habe hier meine Birnen, die sind jetzt hier schwarz-weiß. Und das Schöne an der Cloud ist ja auch, Sibylle kann jetzt zum Beispiel bei sich auf ihrem Rechner die Glühbirnen farbig machen, anpassen. Ich weiß nicht, ob wir eine Kamera noch haben, die jetzt noch hinter Sibylle kann, nachdem wir jetzt alles hier umgestellt haben. Und kann sie umfärben und ich kann die nachher dann hier neu platzieren und habe farbige Daten. Mir fehlt jetzt noch ein Barcode. Den habe ich hier. Ich habe es natürlich vorbereitet, ist klar. Man kann auch beliebig das sammeln. Und das Schöne ist, jeder kann so aus in der Agentur auch seinen Teil quasi ja, was machen, was erstellen und kann das mit uns teilen. Wir teilen uns die Bibliothek. Sie können jetzt da sagen, ich habe eine schönere Schrift, eine Typo. Aber das Tolle ist wirklich, dass ich hier diese, ich sage es jetzt nochmal, die Typo habe, die Möglichkeit, mit Typografie zu arbeiten und direkt hier auf dem iPad alles zu machen. Die Bubbles müssen wieder ein Stück nach hinten, beziehungsweise falsch. Ich kann duplizieren natürlich hier, beliebig. Und ich möchte nochmal die Ebenen verschieben. Und man sieht, je mehr Ebenen ich habe, desto mehr wird es angezeigt hier unten. Und so kann ich ganz genau sagen, okay, wann, jetzt ist es hinter der Oberfläche oben. Ich möchte oben die Farbe ändern, das heißt, ich habe hier Themen oder ich habe Bibliotheken, Farbbibliotheken. Ich kann mit Color zum Beispiel jetzt,
könnte Sibylle mit dem iPhone eine Farbe festlegen und die wird hier eingespeichert. Das ist farbig, super. Jetzt schauen wir gleich mal rein, ob sich die Vorlage geändert hat, die Vektorvorlage. Sibylle hat es angepasst. Das möchte ich gerne schwarz haben hier oben. Ich möchte noch einen Text hier hinziehen. Jetzt war ich im falschen Modus. Es gibt hier den Modus, sobald oben Zeichnen steht, kann ich natürlich auch wieder zeichnen. Jetzt habe ich hier Unterteile. Immer Doppeltipp heißt, ich kann es bearbeiten. Und jetzt will ich wieder schreiben, Tastatur. Jetzt schreibe ich hier City, Lights, will es formatieren, will die Schrift ändern, habe Make it Berlin, habe hier Schriften, die ich mir vorbereitet habe und mache jetzt hier eine Regular Schrift, möchte die aber größer haben, das heißt, ich ziehe wieder diesen Scrubber seitlich, ziehe das schön groß. Ich kann das Ganze zentriert hier machen, versal, und ich kann sogar noch unterstreichen und ich kann auch hier die Punktzahl klein verändern. Ich kann natürlich auch das iPad jederzeit drehen und dann weiterarbeiten. Aufziehen und die Schrift ein bisschen kleiner. So, und jetzt kann ich beliebig schön hier verschieben, auf Mitte gehen, ich habe es zentriert. Ich kann das Motiv oben reinstellen und jetzt schaue ich mal rein hier. Jetzt sehen Sie das hier, vorher war das Bild in Schwarz-Weiß, jetzt habe ich es hier in Farbe. Das Aktualisiert und kommt noch nicht automatisch in den Programmen selber schon. Und das kann ich jetzt hier schön austauschen. Und damit ich das andere löschen kann, muss ich jetzt über die Ebenen fahren. Fahre es wieder so weit hinter. So, jetzt sollte es eigentlich dann. Genau. Jetzt habe ich hier die farbigen Glühbirnen. Jetzt fehlt mir noch eine Zeile hier unten. Dann nehme ich nochmal das Textwerkzeug von hier oben, suche mir aus, mache eine kleine, nehme hier einfach einen Text. Der erscheint dann irgendwo auf der Seite. Und diesen Text kann ich dann hier runterziehen und schreibe jetzt noch meinen Text hier rein. Der ist jetzt zu groß für mich hier, das heißt, ich mache ihn hier wieder kleiner. Setze ihn hier runter und ich kann es wunderbar optisch hier anpassen schon. Das heißt, ich kann schon ziemlich genau arbeiten in dem Programm. Ich mache es jetzt noch zentriert, damit ich noch besser bin, das besser einstellen kann hier, damit es einspringt. Man muss immer den richtigen Rahmen auswählen. Jetzt ist es zentriert, jetzt ist es hier soweit durch. Dieses Cover jetzt hier kann ich so jetzt sagen, ich möchte sie jetzt scheren. Ich kann hier oben das Ganze verteilen. Das heißt, ich kann es sowohl freigeben als Mail und kann es als JPEG oder als Drucken, Kopieren, als Bild sichern. Das heißt, ich kann es auch jederzeit scheren. Ich kann meinen Entwurf sofort verschicken, ganz über normalen Wege. Oder ich gehe eben direkt und schicke das an InDesign, Illustrator oder Photoshop. Das geht alles. Wenn ich jetzt auf InDesign tippe, jetzt müssten wir dann gleich den Rechner einblenden. Von der Regie bitte. Jetzt gibt es hier frei und jetzt hoffentlich, dass es WLAN alles passt, weil dann sieht man wie heute Morgen schon mal, dass es dort dann erscheinen soll. Er rechnet hier jetzt noch. Hier sollte es durch sein und jetzt hoffen wir, dass es gleich drüben ist. Das WLAN da, bei dem Gerät. Also es poppt dann auf direkt. Sie haben die Datei und diese Datei können Sie direkt bearbeiten. Das heißt, ich gucke jetzt noch mal kurz hier rein. Jetzt ist es da, okay, jetzt kommt, jetzt sieht man. Das geht automatisch auf dem Rechner auf. Und diese Datei kann jetzt da weiter bearbeitet werden. Das heißt, da kann die Typo angepasst werden, es kann der Hintergrund verändert werden, man kann alles machen, was wir auch eben sonst gewöhnt sind aus den Programmen, in InDesign und in Photoshop Illustrator. Ich teile es jetzt nochmal in Photoshop, es geht genauso.
Das dauert auch ein bisschen. Und jetzt hat es hier gesendet und das heißt, ich kann jederzeit, was ich hier mache, unterwegs bin. Also ich sitze zum Beispiel echt gerne an der Isar oder hier kann man an der Spree sitzen und ich hatte immer sonst irgendwie Papier, Stift, Zettel dabei und habe dann überlegt, wo ist meine Skribbel, wo ist meine Skizze und hatte diese nie dabei. Und dann habe ich mir gedacht, doof, gemein, sowas habe ich. Und hier habe ich die Möglichkeit, ich kann unterwegs komplett skribbeln, kann alles machen, kann sogar anrufen im Büro, Leute, macht doch mal ein paar Sachen für mich und die habe ich sofort verfügbar. Das heißt, man kann wunderbar im Austausch arbeiten. Und das sieht man auch hier hinten, diesen ganzen Ablauf auf dieser Grafik, so wie man das eigentlich so schön verbinden kann. Da sieht man jetzt zum Beispiel, dass der gleiche im Photoshop und die Formate, Texte, das Tolle ist wirklich gerade die Formate, diese Absatzformate, diese Schriftformate, das ist das, was mir als Designer und Editorial Designer richtig viel bringt und echt Spaß macht. Ich kann es übernehmen, muss es nur einmal machen und ich habe die volle Auswahl. Und jetzt sieht man, dass Sibylle ändert die Schriften hier. Jetzt kann sie daraus ein neues Format anlegen. Da kann sie einfach unten in der Bibliothek, so da kann sie jetzt unten das als Bibliothek anlegen, da ist das T, da kann man einfach drauf tippen. Hast du das gemacht, Sibylle, ist durch? Okay, das ist ja alles hier. Ihr seht die Schrift und ich könnte die nachher dann direkt aus der Bibliothek, ich kann hier drauf tippen, kann sagen, ich gehe in die Bibliothek auf die Schriften, habe meine Schriften hier und hier sind jetzt KitchenAid neu, hier sieht man jetzt, da sind neue Schriften drin, wenn ich die jetzt anwende hier, die muss ich erst downloaden, die Schrift habe ich nicht, das heißt, ich kann sie direkt synchronisieren, muss mich um nichts kümmern, muss nicht überlegen, wie die Schrift heißt, sondern ich habe sie dann hier und kann sie jetzt auswählen und jetzt weiter bearbeiten wieder. So, jetzt ist er weiß und jetzt habe ich prompt die andere Schrift. Das könnte ich jetzt wieder schicken und das würde sich dann wieder alles ändern. Das ist so dieses Gesamte. Und wenn ich jetzt so ein schöner Trick noch bei der, wenn ich drei Finger nehme, jetzt, das habe ich hier genau, dann kann ich hier rüberwischen und ich sehe, ich komme jeden Schritt zurück. Also ich kann wirklich bis zur ersten, kann ich jeden Schritt mir anschauen und kann wieder bis am Anfang hingehen. Das finde ich super, dass ich endlich hier so komplett schnell gucken kann, was habe ich gemacht, weil diese APZ-Geschichte, die ich sonst immer habe, das finde ich hier jetzt einfach viel einfacher gelöst. Schade, dass sowas mit der Maus noch nicht geht. Vielleicht geht es und ich weiß es nicht, kann auch sein. Und mit zwei Fingern mache ich so Einzelschritte. Das ist alles so, ja, so hin und zurück. Das sind so diese Tipps. Ganz wichtig ist beim die Bibliotheken, über die man die Daten austauschen kann. Ich muss immer aus den Programmen, wenn ich Photoshop, JPEG mache oder Formate habe, muss ich aus Photoshop die Bibliotheken bespielen. Am Anfang haben wir gemacht, aus InDesign haben wir alles bespielt und sozusagen, dann kamen natürlich nur InDesign-Sachen raus in der Bibliothek und mit denen konnte man nichts anfangen. Das heißt, Illustrator, Bibliotheken immer in den Programmen jeweils, wo ich das mache, befüllen und reingehen. Wir haben die Wischgeschichte und wenn ich jetzt bei InDesign Sachen in der Bibliothek dann abspeichere, in meiner eigenen, also die Schriften werden erstmal nicht angezeigt, das heißt, zur Freigabe am besten immer direkt ein PDF schicken, erstmal den zur Freigabe, mit dem diskutieren und wenn man die Bibliotheken freigabt, sieht der erst, wenn er es wirklich öffnet. In dem Vorschau-Modi ist dann noch so ein Mini-Bug, es klappt aber sonst super und wir teilen wirklich die Geschichten, die Projekte untereinander, vor allen Dingen auch zum Teil mit Kunden, wobei die Kunden noch mehr aufstocken müssen, dass sie auch mit der Cloud arbeiten. Aber so intern ist ein super Tool, um im Team zu arbeiten und sage ich vielen Dank. So sieht es dann, wenn man es fertig, das hat hier, jetzt hebe ich es mal hoch, ihr seht es ja eh, also das hebe ich hoch und so ist es dann und das ist das fertige Produkt mit kleinen Änderungen. Das heißt, ich habe ein Cover innerhalb 20 Minuten fertig und ich habe vielen Dank für das leichte Chaos.